Ja, scheint so. Scheint so. C. Ja, das funktioniert doch schon mal. Okay, das hat auch schon mal geklappt. Sogar diesmal ziemlich gut weggekommen. Die andere Seite habe ich. Da hinten, über die Brücke, da geradeaus habe ich ja auch. Das bedeutet, diese Ecke ist soweit abgeschlossen, alle Gegner besiegt. Und jetzt auch wahrscheinlich alles zerstört. Leute, ich darf nochmal speichern. Nochmal speichern. Und dann darf ich mir die Autogeschütze vornehmen. Die mir also schön auf den Keks gehen. Und wenn ich das jetzt mal kriege. Nur ohne Verladung. Wohin die Schienen wohl führen. Scheint so, als ob. Hier irgendwann laufen würde. Was auch immer. Frage ist, was passiert, wenn ich auf diese Schienen trete? Nochmal speichern. Ich habe ja noch Zeit. Wo haben wir jetzt eigentlich? Die können wir ja alle löschen. Kann ich löschen? Okay. Okay. Dann lösche ich mal die von heute soweit. Okay, zwei lasse ich dann immer mal stehen und dann. Das nennt man wohl Hochspannung. Und das sollte man vermeiden, soweit es eben geht. Ja, dann ist die Frage, wo lang geht es jetzt wieder? Ob ich in dem Büro da hinten. Ob ich hier was übersehen habe, weiß ich nicht. Normalerweise aber nicht, da ich hier nichts betätigen kann. Müsste ja irgendwo anders eine Art Bedienfeld sein oder was in der Art, wo ich was aktivieren kann, deaktivieren. Da kommt so ein komisches Schiff. Okay. Auch hier habe ich noch eine Verstärkung geholt. Und demnach wahrscheinlich auch hier drin. Nein? Nein? Doch, keine Verstärkung. Okay. Dann ist jetzt die Frage. Wo führen diese Schienen hin? Gibt es was da drin zu aktivieren oder deaktivieren? Ja, toll, das ist die Kamera, die zeigt, ob die Dinger da drin sind oder nicht. Das kann ich aber auch sehen, wenn ich hier hingehe und warte. Da muss da drüben irgendwas gehen, was ich aktivieren oder deaktivieren kann. Ja, jetzt bestrahlen die das Zeug oder machen irgendwas damit, was mir nicht so gut tut, tun würde, wenn ich da dabei bin. Kann ich jetzt auch nichts aktivieren oder deaktivieren oder sonst was? Kann ich da irgendwie runter? Nein. Oh, ich sollte hier raus. Ah, da unten was kaputt machen? Mich irgendwie auch nicht. Dann muss es ja woanders was geben, was damit zu tun hat. Da ist eine Öffnung. Da unten ist noch ein Tor. Aber ob das aufgeht? Das ist eben die Frage. Da hinten war ich ja schon. Ob das wieder so eine von diesen unlösbaren Aufgaben wird? Hier ist vor allem noch eine Kamera. Und ich habe die Kamerasteuerung dazu noch gar nicht gefunden. Kein Kamerabild.
Bildschirm, der das mir irgendwie gezeigt hätte, dass irgendwo wer auf mich wartet. Hier unten ist Säure oder sowas, da kann ich ja nicht lang. Auf den Schienen kann ich nicht lang. Merkwürdig ist das schon ein wenig. Ich gehe einfach nochmal runter. Und guck mal da, ob ich noch irgendwas finde. Ansonsten müsste ich mir mal wieder eine Lösung ansehen. Okay, die Tür ist immer noch zu, blöderweise. Und die geht anscheinend auch nicht auf. Die Tür geht auch nicht auf. Das Ding bewegt sich immer noch. Und dazwischen schieben kann ich auch irgendwie nichts. Dass man hier generell was schieben könnte, wäre mir neu. Okay, eigentlich wollte ich nur genau hier hinter, aber das ist ja naja. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Eigentlich. Eigentlich müsste ja hier was sein. Hier vielleicht. Ich muss ja irgendwie hier die Produktion stoppen oder sowas. Geht hier irgendwie was auf oder so? Da blitzt es anscheinend gerade drin. Es kommt hier was raus. Okay. Da oben ist noch was. Wo auch immer das da oben ist. Ich weiß es nämlich nicht. Sag mal. Irgendwo. Irgendwo beschädigen oder so kann man die Dinger hier nicht. Wäre mir ja auch neu, dass ich die hier irgendwie machen könnte. Oh, ein Kraftfeld. Selbst wenn ich da irgendwie hochkommen könnte, würde ich es nicht schaffen. Also ich würde es nicht schaffen, da reinzukommen. Okay, das Störung der Minenoperation. Da, Waffenmission, Macht habe ich noch gar nicht. Da müsste ich mal kurz gucken. Ich habe ja einen. Ein Dings. Wo haben wir es denn? Nein. Irgendwo hier hatte ich Cheats und Spieltricks. Nein, das Komplettlösung. Ja, muss man irgendwo da mal gucken. Ist die Frage, Moment, wo sind wir? Laden. Artus Mine. Artus Mine. Artus Mine, Moment. Level 3 Artus Mine, da haben wir es doch. Okay, ich bin in Kontrolle. Ich hab. Okay, Level 4 Artus Mine Area. Nach einer Tasche nicht. Gekämpft habe, kann ich in einen Raum, von dem es scheinbar nicht mehr weitergeht. Oder doch, ich muss doch in den Schacht springen, aber ich sterbe immer, das ist einfach zu hoch. Schaue ich in den Kontrollraum nach zwei Schaltern um, an der Wand und an der Konsole mit dem Windrad. Vor allem der zweite, der später im Spiel dafür sorgt, dass du einen Schacht springen kannst und dort schräg in der Luft nach unten Schacht langsam.
Okay, dann haben wir uns eine Ebene nach oben gekämpft. So wie es im Text steht. Dann soll hier irgendwo was mit einem Windrad sein. Irgendein Kontrollschalter. Ah, Schalter müssten wir ja eigentlich erkennen. Ich kenne ja mittlerweile die Schalterformen, die es hier gibt. Ich probiere es mal. Aber in welchen Schacht soll ich dann springen? Das ist natürlich jetzt höchst seltsam. Ach, das hatte ich ja schon zerstört, genau. Eine schöne Komplettlösung, die einem da doch nicht wirklich weiterhilft. Ich suche jetzt einen Raum mit einem Schacht, in den ich... okay, es könnte natürlich sein, dass jetzt gemeint... Ah, eine Waffe. Noch ein wenig Munition, ich kann ja nicht schaden. Hier sind auch keine Schalter. Ist hier das ein Schalter? No. Hier ein... Einen Schalter haben wir hier irgendwie auch nicht. Moment, da hast du doch gerade was bewegt. Da hat sich was bewegt. Das muss ich jetzt nochmal nachgucken. Da hat sich doch was bewegt. Was hat sich denn da bewegt? Da. Die Sache ist jetzt nur die. Was mache ich hier? Okay, ich denke, ich sollte mich hier beeilen, durchzukommen. Und hier sollte ich aufpassen, dass ich da nicht irgendwo... Hoffentlich kriege ich jetzt nicht einen auf Verbraten. Geht die Säule hoch? Okay. Das ist natürlich jetzt nicht so cool gewesen. Irgendwie muss ich hier was zerstören können. Oder sowas. Da ist... Ah. Okay. Und damit wäre dann das... Oh, auch kaputt. Bedeutet, ich sollte eigentlich auch keinen Schlag mehr hier bekommen. Die Frage ist allerdings, wie komme ich hier wieder raus? Mal rein. Was geht hier ab? Aha. Okay. Wie ich jetzt hier rauskomme, weiß ich leider nicht. Von da aus schaffe irgendwie... Ich glaube, ich bin irgendwie falsch. Ich muss mal kurz gucken. Kann man die auch von innen zerstören? Das wäre nämlich die Erklärung. Ganz weg. Aber von da oben. Obwohl. Ah, ja, okay. So kommt man dann da hoch. Jetzt verbrät er mir nämlich hier keinen mehr. Dann muss ich mich nur hier drauf stellen und gucken, dass ich nicht von unten an das Ding zerquetscht werde. Speichere ich vorher nochmal. Ich meine, habe ich ja jetzt lange noch nicht mehr gemacht.
und hoffe dann. Wow, verdammt. Okay, dass ich dann ungefähr mittig hier auf dem Teil draufstehe. Und dementsprechend auch irgendwie hochkomme. Ich stuck mich vorsichtshalber mal. Ja, das Ducken war wohl angebracht. Sehr schön. Das funktioniert schon mal nicht mehr. Und jetzt muss ich hier nur noch raus. Richtig. Dankeschön. So viel zu verschiedenen Schaltern, die hier in irgendwelchen Wänden eingelassen sein sollten. Das ist natürlich... Ja, was mal jetzt? Gute Frage. Nächste Frage. Keine Ahnung. Im Ernst, ich habe keine Ahnung. Ob sich hier was verändert hat? Ich glaube eher nicht. Ist jetzt hier irgendwas? Nö, steht immer noch unter Saft. Hier ist immer noch nichts los. Ob sich da unten was geändert hat und die Tür auf ist? Dachte ich mir. Irgendwie muss ich die noch weiter... Oh Mann. So. Ja, jetzt habt ihr es auch gemerkt, ich bin ein wenig erkältet. Meine Frage wäre jetzt, was muss ich als nächstes machen? Ich habe im Moment gerade keine Idee. Was gehen würde, wäre vielleicht hier der Weg. Aber der will nicht funktionieren. Okay, ich werde mir dann mal die Lösung dafür ansehen. Da ich jetzt echt im Moment nicht drauf komme, was ich noch anstellen könnte, um das hier kaputt zu machen. Und deshalb... Ja, bis zum nächsten Mal, wenn ich die Lösung habe.